an. Und auch die Zahl der Risse und der Sichtungen, gerade eben auch in Schleswig-Holstein, zeigen eben, dass sich das Problem weiter verschärfen wird. Deswegen müssen wir über das Thema reden. Die AfD schlägt nun vor, Entschädigung gesetzlich zu verankern. Dabei, und das haben meine Vorredner ja auch schon gesagt, haben wir die Wolfsrichtlinie des Landes, wo das eben geregelt ist. Und wenn man Ihrem Vorschlag folgen würde, würde das den Nutztierhaltern auch nicht helfen. Sie würden nicht besser gestellt werden als im jetzigen Fall. Ganz im Gegenteil sogar. Es ist einmal das Thema der Beweislast, was Frau Fitzen erwähnt hat, aber es ist auch das Thema, wenn man Ihren Gesetzentwurf in Kraft treten lassen würde, dann wäre das so, dass sämtliche Nutztierhalter zwingend wolfssichere Herdenschutzmaßnahmen ergreifen müssten, um Entschädigung zu bekommen. Das ist jetzt deutlich unbürokratischer in Nicht-Wolfsgebieten oder Nicht-Wolf-Präsentationsgebieten. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt. Aber das können wir gerne auch noch mal Ihnen im Ausschuss erklären. Entschädigungen sind natürlich nur ein Aspekt bei der ganzen Debatte um das Thema Wolf. Ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ein paar Punkte möchte ich schon gerne nennen. Und zwar wäre es meiner Meinung nach doch deutlich besser, wenn es gar nicht erst zu Entschädigungen kommt, wenn man das eben den Menschen, den Landwirten ersparen könnte. Deswegen bleibe ich dabei, meine Damen und Herren, wir brauchen ein pragmatisches Denken im Umgang mit dem Wolf und eben ein Wolfsmanagement, das nicht nur für die Entschädigung da ist und verwaltet und das Monitoring macht, sondern eben auch in Sicht im Sinne eines aktiven Herdenschutzes, Stichwort Bestandsregulierung, arbeiten kann. Dafür müssten natürlich Rahmenbedingungen auf EU- und Bundesebene geändert werden. Und da mache ich auch kein Hehl draus, wir wären da doch deutlich für, meine Damen und Herren. Und Herr Schnurbusch, Sie haben ja die Resolution aus Dithmarschen erwähnt. Da sind in der Tat viele Punkte dabei, über die man reden sollte. Interessant fand ich ja, dass die SPD in Dithmarschen ja scheint weiter zu sein scheint als die SPD im Land und im Bund. Die hat nämlich zugestimmt. Ich möchte mal einmal den Fraktionsvorsitzenden der SPD in Dithmarschen zitieren, Jörg-Uwe Herrloser. Der sagte nämlich in der Aussprache, Zitat, der Wolf gehört nicht nach Dithmarschen und nach Schleswig-Holstein. Also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Aussage gewesen. Und wir müssen mal sehen, wie wir da dann weiter verfahren. Die GroKo ist sich da ja ziemlich uneins auf Bundesebene. Hauke Götsch hat es erwähnt, die CDU hat da eine klare Position, wird aber von der SPD ausgebremst. Das ist bedauerlich, weil das eben auf dem Rücken der Weidetierhalter geschieht. Und was gut ist, ist eben das Beispiel, mit dem Jan-Philipp Albrecht vorangeht, eben mit seinem Amtskollegen aus Niedersachsen in Richtung EU sich zu wenden beim Thema Deichsicherheit. Das ist ein guter Schritt. Es müssen natürlich weitere Schritte folgen, wenn wir das Thema umfassend lösen wollen. Das ist das Stichwort Bundesjagdgesetz, auch wenn einige das nicht hören wollen. Ich hielte das für richtig, gerade im Sinne der Rechtssicherheit für die betroffenen Jägerinnen und Jäger. Meine Damen und Herren, liebe Frau Redmann, für die Akzeptanz des Wolfes in Deutschland, gerade eben für die Akzeptanz, und für den Erhalt der Artenvielfalt sowie auch für den Hochwasserschutz durch Weidetierhaltung ist eine Bestandsregulierung meiner Meinung nach notwendig. Und dafür wird die Jägerschaft eben gebraucht. Und deswegen macht es Sinn, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich noch mal festhalten, dass ich mir sicher bin, wirklich absolut sicher bin, dass wir vor dem Hintergrund eben der stark steigenden Population an einer weiteren Debatte über Bestandsregulierung, über eine wildökologische Raumplanung für den Wolf und letztendlich die von uns schon lange geforderte Aufnahme des Bundesjagdrechts nicht vorbeikommen werden. Und ich wünsche uns noch spannende Diskussionen und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.